Hallo, Sie sehen es, ab jetzt werden wir mit neuem optischen Outfit arbeiten. Und wie immer geht's in letzter Zeit bei der wissenschaftlichen Tagesschau heute wieder um, was wird aus die Basis Wir 2020, aus der Fragpartei, wenn Sie sozusagen mit einem Parteiprogramm und Wahlprogramm antreten, was den kooperativen und den antikooperativen Anteil nicht sauber unterscheidet und damit also auch die Reformen, die 56% der Wählerstimmen bringen können, nicht hat. Zur Information, hier sehen Sie die Hand, da werden also die Gäste sein auf der Seite. Und am morgen Abend haben wir dann schon die ersten Gäste. Wir versuchen, so viel wie möglich Talkshows zu produzieren. Sie sind natürlich auch herzlich eingeladen. Und jetzt schauen wir mal hier, Sie sehen es, auch die Maus, die ich bei der Präsentation zeige, können Sie auch immer schauen. Und es geht eben wieder darum, ja, was wird aus Wir 2020, die Basis, Bagdi, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen, ja, wird das Ganze ein Flop, weil man sozusagen nicht basisdemokratisch die Basis der Partei über alle externen und internen Reformer, Experten hat konsensieren lassen, sondern weil irgendwelche Leute den Debattenraum künstlich verengt haben, indem sie sich auf bestimmte Experten konzentriert haben und damit das Gleiche gemacht haben wie die CDU. So, jetzt gehe ich aber mal vor mit dem, was hier so steht. Heute machen wir nur eine kurze Sendung, weil wir sehr viel hier intern mit Technik zu tun hatten. Ja, was ist eigentlich die Kernaussage? Ja, Deutschland reformieren, darum geht es doch bei einer Partei. Und wir, die Next Scientists for Future, können das. Und mehr braucht eigentlich im Wahlprogramm nicht zu stehen. Wir können das, wir haben alle Reformen fertig. Und wenn die anderen Leute vernünftig wären, würden sie zugeben, dass sie das nicht können und in Wirklichkeit kein klares Konzept haben. Aber na gut, das ist egal. Und zwar, was machen wir? Wie reformieren wir? Der Menschheitsfehler überhaupt ist, dass schlechtes Tun, antikooperatives Geschehen, dass das schlechtes Tun praktisch meistens mehr Vorteile bringt als gutes Tun, weil wir seit 400.000 Jahren nicht verstanden haben, was Tauschhandel, Markt- und Arbeitsteilung für zwangsläufige Folgen haben, automatisch darin stecken. Nämlich eine Tendenz, dass sich schlechtes Tun ausbreitet, weil es dann plötzlich mehr Vorteile bringt. Vor der Erfindung des Tauschhandels brachte gutes Tun mehr Vorteile. Jetzt bringt plötzlich schlechtes Tun mehr Vorteile. Ja, und die positiven Anreize müssen wir mit 50-jähriger naturwissenschaftlicher Erfahrung gekonnt fehlerfrei setzen. Daraus folgt, dass dann gutes Tun ganz viel mehr wird und schlechtes Tun verschwindet. Und zwar alles, das geht alles relativ sehr schnell, ne? Das kann innerhalb von Monaten und Wochen ruckzuck geschehen. Dabei müssen wir natürlich gekonnt berücksichtigen, dass vorteilbringende Irrtümer, parasitäre Meme, Killerviren des Geistes in den Köpfen der Weltbevölkerung sind. Und ja, aber dann, wenn man das alles weiß und das 50 Jahre damit Erfahrung hat, dann kann man das, ne? Unsere echt basisdemokratische, freie Argumentekultur, Demokratie pur, tu durch die Sender, TDDS. Ja, wir hatten ja schon einige Sendungen TDDS und jetzt halt also auch auf unserem Sender führen wir die TDDS, also die tu durch die Sender weiter.
Und wir werden ja auch Gäste haben von der FRAG-Partei, Freie Argumente Kulturpartei, und die wachen mit uns gemeinsam mit unserem Prinzip Demokratie pur auf die Einhaltung des echt basisdemokratischen, denn freie Argumente Kultur, Demokratie pur und echt basisdemokratisch sind sehr, sehr ähnlich oder praktisch identisch. Und darauf werden wir in diesen Talkshows achten. Das Problem, noch einmal kurz, ein Verschwörungstheoretiker sieht überall kriminelle Lügner. Dabei sind es nur Naive, die blind für den antikooperativen Anteil sind. Ja, noch einmal ganz kurz. Die Evolution ist so verlaufen, dass Journalisten und Politiker, die den großen Konzernen, den großen Werbekunden und den großen Parteispendern und den großzügigen Spendern, den Big Spendern, könnte man sagen, Politiker und Journalisten haben eigentlich eine gleichgerichtete Evolution durchlaufen. Wer den Big Spendern, wer sowieso von vornherein die gleiche Meinung hat wie die Big Spender, der macht natürlich die größte Karriere als Politiker und Journalist, weil er natürlich in keinen Konflikt mit den Big Spendern kommt. Den großen Spendern, sei es Werbespots oder Parteispenden oder Jobs oder Vortragsaufträge, Jobs nach der politischen Karriere und. Ja? Die Big Spender sozusagen. Ja, und wer eben mit denen nicht in Konflikt gerät, der steht am besten da sozusagen. Ja? Wir alle wollen den Ärmeren Gutes tun. Aber manche Reformer wollen sogar, dass die Ärmeren sich vermehren in Massen. Das kann man nicht ganz zustimmen. Und außerdem wollen manche Reformkonzepte, wie die Economy for Mankind, die wir ja oft zum Thema hatten, manche Reformer wollen den Ärmeren Gutes tun, aber erkennen nicht, dass so wie sie es tun wollen, die Ärmeren ja noch ärmer werden. Professor Hans-Werner Sinn sagt ja, man kann doch nicht hingehen und wie die DDR alle gleich machen und dann alle noch ärmer machen. Dann sind am Ende die Ärmsten auch noch ärmer. Ja? Und das Problem ist, wenn man den Bogen der Umverteilung von reich zu arm überspannt, dann macht das am Ende die Ärmeren noch ärmer. Und das kapieren viele linksradikalere Reformer leider nicht. Ne? Das ist das Dilemma. Aber leider ist es genauso. Und jetzt schauen wir uns nochmal. Wir haben leider bei jeder Präsentation hat man eigentlich nur einen Durchgang, technisch funktioniert irgendwas nicht richtig. Kein Mensch weiß, woran es liegt. Ich muss das hier nochmal machen, denn ich glaube, ich muss jetzt mal hier rüber. Sie sehen, da hat sich was optisch reingeschlichen. So, jetzt gucken wir doch mal, ob das wenigstens teilweise geht. Also hier, noch einmal zur Erinnerung. Linksradikale und Rechtsradikale sind eben sehr wenig intelligent, haben oft meistens sehr kleine Gehirne und sind eben sehr gewaltbereit und gefährlich und einfach Verbrecher sozusagen. Ja, und dann haben wir hier das Linksradikale wird immer vernünftiger, bis hin zur bodenständigen, vernünftigen, realistischen, naturwissenschaftlichen, echten Linken, der nextscientistforfuture.de. Und dann kann man noch mit dem sozusagen
bis Mitte der CDU kann man sogar mit den Leuten noch reden. Die sind auch noch recht vernünftig. Aber dann wird's schon wieder, kommt die Werteunion, dann wird's langsam bräunlich und dann kommt hier die AfD, da wird's schon sehr braun. Und dann haben wir eben die Rechtsradikalen. Und eigentlich die einzigen, die, mit denen man vernünftig reden kann, ist dieser Bereich hier. Und ja, das wollen wir ihn. Und das Dilemma ist, dass als viele Berufsstände als vorteilbringende Irrtümer haben und damit die ganze Welt verseucht haben mit parasitären Memen, mit Killerviren des Geistes, infiziert haben und in die Irre geleitet haben, ist die Illusion, dass alle Menschen Genies seien und alle gleich große Gehirne hätten. Das wäre so ähnlich, wie wenn man behaupten würde, alle Menschen hätten genetisch die Körpergröße als Erwachsene von 1,30 Meter und die mit den 2,30 Meter, die gäbe es gar nicht. In Wirklichkeit streuen ja die Menschen zwischen 2,30 Meter Körpergröße, rein von der Genetik schon her. Natürlich spielt die jeweilige Umwelt während des Aufwachsens eine gewisse Rolle. Aber im Großen und Ganzen das Übergewicht, wahrscheinlich 80% der Steuerung der Körpergröße und der Gehirngröße geschieht genetisch. Also haben wir in Wirklichkeit auf der Welt Menschen mit großer Körpergröße, mit kleiner Körpergröße. Es gibt Menschen mit relativ großen Gehirnen, mit relativ kleinen Gehirnen. Und die einen sind relativ klug und die anderen relativ wenig klug. Und diese Unterschiede wegzuleugnen, das haben eben zum Beispiel Sozialspartler, die ja davon leben, dass es möglichst viel Sozialfälle gibt. Die verbreiten natürlich gern die Idee, es gibt keine Unterschiede in der Gehirngröße, alle sind Genies. Ja, dann können ja auch die sozial Schwachen tausende Kinder bekommen, hunderttausende, Millionen Kinder bekommen, wenn die doch alle auch Genies sind. Dadurch, durch diesen Irrtum, kommt es dazu, dass ganze Armeen von Sozialfällen erzeugt werden und profitiert dann wiederum, profitieren wieder die gesamten Sozialspartler, die Arbeitsamtmitarbeiter, die und so weiter. Und alle profitieren davon, dass ja diese Leute alle Sozialfälle bleiben, weil sie gar nicht arbeitsfähig sind. Abgesehen davon, dass wir natürlich alles tun würden, dass wir null Arbeitslosigkeit erzeugen, das geht nämlich. Dafür muss man wieder die vorteilbringenden Irrtümer auch anderer Gruppierungen wieder in Frage stellen. Ja? So, dann haben wir hier das Problem, dass in den letzten 13,8 Millionen Jahren es bis vor 400.000 Jahren bergauf ging, dann verlangsamte sich das Wachstum auch der Gehirngröße und seitdem degenerieren wir körperlich und von der Gehirngröße her, haben schon 150 Milliliter Gehirngröße bis zum Jetztpunkt verloren und werden immer dümmer und werden dann zum Beispiel als Deutschland so genauso untergehen wie das Römische Reich, wenn das eben nicht die Next Scientist for Future jetzt mal endlich korrigieren den Kurs. Wir sind auf dem absteigenden Ast. Ja? Und hier, das kann man ja mal ein bisschen größer machen, ne? Ich weiß nicht, vielleicht geht es auch nicht. Man sieht es ja auch hier. Wir untersuchen eben und wie gesagt, man sollte ein Land nur reformieren wollen, wenn man im Prinzip alles Wichtige weiß über die letzten 13,8 Milliarden Jahre dieses Universums bis vor 65 Millionen Jahren, dann den Aufstieg unserer Urgroßväter hier und dann vor 13,8 Millionen Jahren unsere Urgroßeltern wurden konkret menschlich und hier geht es immer weiter, ja, und dann sind wir hier bei den Hunderttausenden Jahren, vor 400.000 Jahren, hier, wo ist es, 100.000, das sind die roten Striche, vor 400.000 Jahren dann die für uns so schreckliche Erfindung von Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung, weil man dann, ab dem Moment hätte man starke positive Anreize gebraucht und man wusste das nicht und deswegen kam jetzt das Elend über uns, ja. Und jetzt sind wir dann hier vor 10.000 Jahren, hier vor 40.000 Jahren, da kam dann
allmählich Ackerbau und Viehzucht als Geißel der Menschheit auf Landwirtschaft. Sozusagen vor 10.000 Jahren wurden wir dadurch richtig mickrig und kränklich. Alle großen Seuchen fingen an, uns zu malträtieren, sozusagen, weil wir so fehlernährt waren und so weiter, weil das alles so nicht funktioniert, wie man sich das erhofft hat. Das geht nämlich alles nur mit positiven Anreizen, also nur wenn man Marktleiter, Restaurantleiter und Kioskleiter gezielt mit positiven Anreizen belohnt. Wenn ich als Kunde weniger krank werde und mich gesünder entwickle, nur dann erzeugt dieses ein System gesunde Nahrung, ansonsten erzeugt es giftige Nahrung. Das haben wir halt 400.000 Jahre nicht begriffen, ne? So, und hier sieht man den Fluss, also hier sieht man so, Wasser fließt in Richtung des Massenschwerpunkts des Universums. Auf der Erde liegt er ungefähr in der Nähe des Massenschwerpunktes der Erde. Und genauso kann man sehen, die Evolution auch des Mimetischen, die läuft auch Richtung Ressourcen sozusagen und die lief eben bisher in falsch oder schlecht zu unserem Nachteil und die müssen wir jetzt mal konstruktiv gestalten. Ja, also bis jetzt, Greta, Luisa und Carla hatten leider nicht genügend Bildungsstandard, um mit uns zu kooperieren. Und im Moment wissen wir nicht, also zwei Parteien kooperieren mit uns, aber die Basis und wir 2020 EU haben sich jedenfalls noch nicht endgültig für uns als Experten entschieden bei den Parteiprogrammen, ne? Kommt hoffentlich jetzt bald, ne? Ja, hier haben wir die Milliardärskönige, die mit denen wir keinen Krieg anfangen sollten, mit denen wir uns versöhnlich um eine Lösung bemühen sollten, denn sonst wird das alles nichts, ne? So, denn wenn man mit denen Krieg anfängt, die sind immer stärker als wir, das hat alles keinen Sinn, ne? Ja, hier, das erinnert uns an das Thema Kommunenleben und Weltaufteilung und so weiter. Müssen wir mal irgendwann drüber sprechen. Hier nochmal die Normalverteilung in schön sozusagen. Ja, das ist der größte Irrtum, den uns diese ganzen Sparten, Sozialsparten gebracht haben. Wir müssen erkennen, es gibt kluge Menschen, mittelkluge Menschen und dumme Menschen. Und das ist leider so und das wird zwar überall verleugnet, aber damit kann man dann keine Politik machen, ne? Ja, und dann als Messgrößen, als allgemeine Messgrößen, neben den speziellen Messgrößen für jede einzelne Sparte, sollte man überlegen, ob man die Wohlfühlstimme einführt, die Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve, den tatsächlichen Gesundheitsaufwand damit in Beziehung setzt. Und so weiter. Und ja, die Steuer- und Abgabenleistung sollte man wohl auch auf jeden Fall verwenden. Ja, und jetzt hier noch einmal, hier sieht man dann also hier, der erste Früharzt und Frühhändler lebte noch in der Wahrheit. Und dann haben wir hier den ersten Früharzt und Frühhändler, der sich sozusagen ja letztendlich irrt nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion und der sagt dann eben, nein, ach naja, also ich will es jetzt nicht nochmal erklären, ich habe schon millionenmal erklärt, was mich hier stört, ist, dass die Bilder so winzig sind, dass irgendwas funktioniert nicht richtig, na egal, müssen wir halt damit leben, dass die Bilder etwas zu klein sind. Ja, gut. Jetzt sehen wir hier nochmal den antikooperativen Anteil. Also das heißt, wer als Journalist oder als Politiker also ja niemals mit den Big Spendern in Konflikt kam, machte die größte Karriere. Und dadurch war er dann automatisch sozusagen, hatte er nur den Blick für den kooperativen Anteil, alles andere gibt es nicht. Den antikooperativen Anteil gibt es gar nicht. Also die Big Spender, die Konzerne und sind also alles Gutmenschen, ne? Und alles ist nur Gutes, was sie tun.
Und achten Sie mal drauf. Und wenn unsere Fernsehen, unsere Journalisten und Politiker über die Impfkonzerne reden, dann gibt es da keinen antikooperativen Anteil. Das sind alles nur kooperative Anteile. Also, und dagegen sind die Verschwörungstheoretiker vernünftiger, weil die sehen, aha, da gibt es einen antikooperativen Anteil, die schaden uns ja, die machen ein Geschäft auf unsere Kosten und so weiter. Nur, dass sie halt jedem Fehler machen und den Bogen wieder überspannen und jedem kriminelle Lügen überspannen und nicht sehen, dass es ja auch vorteilbringende Irrtümer geben kann, sodass den Leuten gar nicht bewusst ist, dass sie uns schaden, weil sie einfach ihre eigenen Irrtümer glauben, die VIs glauben, die vorteilbringenden Irrtümern. Ne? Und also von daher, also sozusagen im kooperativen Anteil, der kooperative Anteil fußt auf Wahrheiten, aber wenn ich blind bin wie Journalisten und Politiker des Mainstreams und den antikooperativen Anteil nicht sehe, dann bin ich völlig unrealistisch, völlig jenseits der Realität. Und deswegen brauchen wir eine neue Partei, die sich zentral um das Thema antikooperativer Anteil kümmert, ohne gleich abzurutschen in die Unterstellung, dass es sich alles bei allen um kriminelle Lügner handle, sondern dass wir gucken müssen, wem kann man vielleicht kriminelles Lügen nachweisen und ihn entsprechend bestrafen. Und bei wem muss man davon ausgehen? Erstmal die Unschuldsvermutung, aha, das ist wahrscheinlich nur ein vorteilbringender Irrtum. Er hat selbst nie gewusst, was er tat. Und von daher können wir die Leute auch nicht bestrafen. Wer sich irrt und aus Irrtümern heraus Menschen umbringt, den können wir schlecht bestrafen. Ne? Das ist leider so. Ja, wenn jemand in dem Irrtum ist, dass er wirklich überzeugt ist, dass er sich gerade in einer Notwehrsituation befindet und die Politik empfindet sich ja in einer solchen Situation. Und wenn er dann aus vermeintlichem Notwehrrecht jemanden umbringt, ja, es ist schwer, dann so jemanden zu bestrafen, weil er einfach in dem Irrtum war, er hätte ein Notwehrrecht und den Dilemma ist, wir können schlecht jemanden ins Gefängnis stecken, der sich geirrt hat. Und dann war das ein tragischer Irrtum. Ja, und das ist dann schwierig, das nachzuweisen. Ne? Dann gehen wir doch mal zum nächsten Bild. Ja, und das ist der World Council of Wise People. Also wir wollen unbedingt, dass auch andere Experten und Reformer gehört werden, so als Gegenpol. Aber wir sind natürlich absolut sicher, dass nur wir die Welt werden reformieren können und Deutschland werden reformieren können. Aber immer muss die andere Seite gehört werden. Nie wieder Drosten, Wieler, Lauterbach und nicht Bhakti, Wodak und Schiffmann, sondern immer alle. Also Drosten, Wieler, Lauterbach, Bhakti, Wodak, Schiffmann. Alle Experten hören. Also bitteschön, neben uns auch wiederum ein paar andere Experten hören, damit es nicht einseitig wird. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die Technik wieder versagt. Ja, versagt wieder. Also das ist ganz erstaunlich. Ich habe also in jeder Präsentation nur einen Durchgang und muss deswegen vorsichtig sein, in welcher Reihenfolge ich das mache. Unlösbar erscheint dieses Problem. Ja, dann war es das schon wieder mit dieser Kurzausgabe und morgen früh nochmal wieder mit diesem neuen Format eine Ausgabe. Und morgen Abend dann die Talkshow, die erste mit dieser neuen Technik. Ja, und falls jemand weiß, wie man das Problem mit der Diashow lösen kann, wenn man die Bildschirme anders aufteilte, ging es, aber jetzt geht es wieder nicht. Ne? Und man musste jetzt die Bildschirme so aufteilen, weil das dann für die Sicherheitskameras, die noch mitschneiden für alle Fälle, es anders nicht geht. Ne? Naja, gut. Und jetzt haben wir den Salat. Ne? Ja, das war's für diese kurze wissenschaftliche Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.